Hey, ah. Du hier? Krass. Steiger, Alter. Roadtrip. Mit Mikrofon. Ja, zufällig. Hunger? Ja. Schmerzen? Nee, warte mal. Weißt du was? Ich wollte dich eigentlich ganz anders begrüßen. Wie denn? Spontan. So. Ah, Klenkes, du hast schon informiert. Das ja. Gefällt mir, Digga. Was ist das? Öscher Klenkes. Die haben das ist Gangzeichen von weißt Aachen. Warum? Weißt das du warum? Ist, nein, weiß ich nicht, deshalb frage ich dich, aber das ist Gangzeichen von Aachen. Nee, nur ja, Idioten. Ja, klar. Ja, nee, das ist eher so das Aachenzeichen, aber nicht Gang. Also, aber früher in der Nadelfabrik haben die immer so die Nadeln so aufs Band, die kaputten. Echt, das kommt, weil wir hatten in Aachen so eine Nadelfabrik. Die haben immer mit dem kleinen Finger tak, 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 ohne Witz. Nix, da hat das so einge, alle hatten steife Finger und sind so rumgelaufen. Ach so, und wenn zwei Aachener sich woanders treffen, dann machen sie so. Nee, wie Brothers. Machen die nicht, aber wäre cool. Können wir jetzt machen ab jetzt. Okay, auf jeden Fall. Okay. So, eine weitere Folge von Die Stars auf Agro TV. Wir gehen jetzt was essen. Eine Stunde mit Motrip. Yes. Yes. Let's go. Ach. Man kennt sich, ja? Ja? Man kennt sich. Alles klar. Aber der Mann hält der Frau. So. Ding. Hallo. Merhaba. Guck mal. Köfte, oh, lecker. Kennst du? Spinat kennst du? Hackfleisch? Auberginen? Gefüllte? Lamm, oder? Ist alles Eintopf, ja? Machen Sie alles selber, ja? Ja. Sehr schön. Sogar den Reis, ey, hier ist alles frisch. Ich bin jeden Tag hier. In meiner Studiophase war ich jeden Tag hier essen. Wirklich? Und immer jeden Tag auch unterschiedliche? Ah, okay. Gibt es auch unterschiedliche Gerichte jeden Tag? Oder ist? Jeden Tag verschiedene Gerichte. Wirklich? Okay, ich hätte gerne. Jetzt fange ich schon an hier mit ich. Ich? Ich hätte gerne Spinat. Das ist gemischt mit Reis. Nur Hackfleisch. Okay, dann hätte ich aber gerne mit Bulgur, bitte. Und auch Salat? Ja, Soße auch. Ja, alles ja mit Knoblauchsoße. Was isst du? Ich nehme die zwei verschiedenen Köfte-Dinger mit Reis und Salat. Und Nachspeise Milchreis. Okay. Alles okay. Vorbei. Hast du Gewichtsprobleme manchmal? Nie. Ich nehme nicht zu. Dankeschön. Ich Knochen. Wenn ich pumpen gehe, sieht man das nicht. Ja. Ich bin einfach so von der Natur schon immer dünn. Wie machst du Sport? Nö, sehr zu unregelmäßig. Ich mache Gedanken-Denksport. Ich nehme bitte Köfte 1 und 2 gemixt mit Reis. Bitte mit Kartoffeln auch. Kartoffeln sind immer was Gutes, Digga. Ja, ich dachte eigentlich, dass Kartoffeln immer was Deutsches ist. Aber ein bisschen von die andere. Aber die Türken essen ja wahnsinnig viel Kartoffeln. Genau. Bitte? Ja. Komischerweise, guck mal, in jedem Gericht Kartoffel, ja. Kartoffel. Ja, in 3 von 5. Warum sagen die Türken dann zu Deutschen Kartoffeln? Spaß. Batatas. Das stimmt. Was sagen sie? Türke? Gurke? Ich dachte Kümmeltürke oder so. Ey, das ist aber schon hier beleidigend fast. Kümmel? Eine Kartoffel ist keine Beleidigung. Aber ne, stimmt, Kümmel aber ist Kartoffel auch ist auch nicht richtig nett gemeint, oder? Dankeschön. Deutschland. Dankeschön. Okay, dankeschön. Den platzieren wir hier noch? Ja. Okay, dankeschön. Danke, ist nett. Alles klar. Salat. Ja, nehme ich auch. Nehmen wir zusammen Salat. Ja. Okay. So, wir haben jetzt alles probiert, das war Wahnsinn. Ja. Magst du türkische Hausmanns? Ja, obwohl ich Araber bin, ist. Mag das sehr, so diese verschiedenen Eintöpfe, am besten alle gepanscht in einem Teller, wie wir es gerade hatten, königlich. So wie du es hattest, ja? Du hast ja die Schnauze, den Mund nicht voll genug bekommen. Ja, ich habe sehr Hunger gehabt, wir haben heute ja schon Videos gedreht und alles und das war jetzt mein Frühstück. Kocht ihr zu Hause libanesisch? Ja, also meine Mutter, natürlich, selbstverständlich, mein Vater. Ist dann jeden Morgen Ful zum Frühstück? Du kennst Ful? Ja, ich kenne auch dieses andere. Da gibt es ja sowas mit. Da ist so krokant drauf, glaube ich. Das ist auch so ein süßer Bohneneintopf. Okay, den kenne ich jetzt leider nicht. Also zumindest, wenn du mir einen Namen sagst, kenne ich ihn vielleicht. Aber muss mal zu City Chicken. Kennst du City Chicken? City Chicken. City Chicken hat nebenan ein Frühstücksrestaurant. Das kenne ich noch nicht. Aber City Chicken ist schon mal einer meiner Favorite. Und Rissa schräg gegenüber. Der KFC für die Kanaken auch sehr schön. Du bist oft in Berlin, ja? Ja. Hast dein ganzes Album hier produziert? Ja. Ich liebe Antworten, die nur mit Ja oder Nein. Ja, ist aber so. Und hier bei Merjan war ich täglich, wo wir gerade sind. Also hier habe ich mein Studio um die Ecke und ich war täglich hier essen, wirklich. Wie lange hat es gedauert, dein Album aufzunehmen? Ein Monat. Aufnahmezeit 15 Tage. Aber ein Monat von, ich zeige euch meine Lyrics. Oder 2 Wochen erstmal kennenlernen, gar nichts machen. Also 6 Wochen insgesamt. 2 Wochen kennenlernen, 2 Wochen zusammentragen und 2 Wochen am Stück aufnehmen. Du hast deine Texte vorher geschrieben gehabt? Größtenteils, so 80% bestimmt. Ohne Beats?
Manche ohne Beats, oft ohne Beats. Im ICE, ohne iPhone damals noch, oft ohne Beats. Bist du eher ein Lyriker als ein Musiker? Ja. Also ich bin auch ein Musiker, aber ich bin echt eher ein Lyriker als ein Rapper. Also für dich kommt der Beat auch erst hinten dran? Beats habe ich jetzt bei der Albumproduktion gemerkt, wie wichtig das ist, weil ich dachte, meine Songs wären schon fertig, meine Skizzen, waren sie aber nicht. Dennoch muss ich zugeben, dass ich früher, wenn Savasch mir zum Beispiel sagt, wie, du hörst schon Bello Story 1, guck mal, wie hast du gesehen, mir war es scheißegal, die Sachen müssen einfach tight gerappt sein, da kann von mir so ein Bleistiftschlag darunter liegen, das war mir irgendwie immer egal. Jetzt, wenn man eigene Songs macht und besonders, wenn man Geschichten erzählt, man merkt schon, der Boden, also die Musik, ist schon sehr wichtig. So ist, und das habe ich jetzt festgestellt. Aber ich bin Lyriker. Also könntest du auch eher einen guten Rapper auf einem schlechten Instrumental anhören, als schlechte Rapper auf guten Instrumenten? Unbedingt. Also ich finde es ganz grausam, sogar wenn so ein schlechter Rapper so einen Bombenbeat kriegt, wo ich mir dann denke, Alter, warum darf ich da nicht drauf rappen? Aber lieber ein guter Rapper auf einem scheiß Beat, auf jeden Fall. Die Old School ist wack, die New School ist wack. Gibt es überhaupt Rapper, die du feierst? Ja, ganz viele. Also, das wurde ich gestern auch gefragt. Das interpretiert man ein bisschen zu hart, glaube ich. Es gibt halt ein paar, die uns nicht feiern, die neue Generation. Den wollte ich mal zeigen, dass das voll unberechtigt ist und dass wir auch krasser phasenweise rappen als die. Die Schüler werden immer besser als die Lehrer. Und ich wollte damit jetzt nicht die, die ich gehört habe. Damit ist nicht Savas und seine Generation gemeint und nicht mal MC René und so, wo ich nichts von ihm kenne. Aber das sind eher die, die ich meine. Die hassen uns, das weiß ich, die dulden uns kaum. Damit wollte ich mal zeigen, die Oldschool ist swag. Das, was gerade stattfindet oder das, was ihr für die Zukunft haltet, auch. Hier bin ich. So, aber das war's dann auch schon. Also das wird viel zu viel rein interpretiert. Was heißt das, was ihr für die Zukunft haltet? Wen meinst du damit mit ihr? Da meine ich wohl die Medien mit. Da war wahrscheinlich zu der Zeit wieder mal hier nur Gangster-Rap hart in den Medien oder so. Und ja, die Medien machen ja irgendwo, auch wenn ihr es immer abstreitet, ihr macht die Stars. Das bezweifle ich ganz so. Ja, ein Star, also man kann auch so krass sein, dass man an euch vorbeikommt und einfach direkt zu den Leuten durchdringt, aber ihr könnt es vollkommen mitformen und ihr könnt es erzwingen zumindest. Wenn ihr 7-mal nacheinander bei einem berichtet, kenne ich ihn. Ob ich es will oder nicht, ob er gut ist oder nicht. Weißt du, also ihr könnt es schon mit bezwingen. Hast du den Eindruck, dass 7-mal über Leute berichtet werden, wird die absolut nichts verdienen? Nein. Es ist nicht mal so, als ob ich irgendeiner konkreten Seite einen konkreten Rapper jetzt vorwerfen könnte. Allgemein, glaubst du wirklich oder hast du den Eindruck, dass es wirklich Leute gibt, über die berichtet wird, die es nicht verdient haben? Ja. Das gibt's? Also zumindest gibt es Leute, über die berichtet wird, wo man den Fadenbeigeschmack sofort sieht, dass es ein bisschen auf Vetternwirtschaft basiert. Und es gibt auf der anderen Seite, finde ich, viele Rapper, die nicht interviewt werden, die sehr krass sind. Wenn ich sie schon kenne als Rapper, nicht Medienmann, also ihr solltet die dann auch schon kennen. Und es gibt viele, die nicht interviewt werden, die sehr gut sind, und es gibt viele sehr schlechte, die interviewt werden, ja. Was gehört für dich dazu zum kompletten Rapper? Weil für mich ist es wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Also nur gut rappen können reicht halt eben leider nicht. Also, dann fangen wir mal so an. Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Für mich gehört null zu einem Rapper. Ich sag jetzt nicht Hip-Hop, zu einem Rapper gehört Graffiti, Breakdance und DJing null. Ja, 0,1. Hat mir das nicht gefallen? Bitte? Warum wird mir das nicht... Du bist doch so ein Verfechter davon. Was? Ein Rapper muss auch sprühen können, findest du was? Royal Bunker war immer Anti. Muss ein Rapper sprühen können, tanzen können. Deswegen, also ich finde, ein Rapper muss gut rappen können. Am besten Texte schreiben. Die Sprüher mögen ja Rapper auch nicht. Warum? Die Sprüher hassen doch Hip-Hop. Ja. Und die lieben Elektro. Boah, strange, passt gar nicht. Aber ich habe nichts gegen Graffiti und Hip-Hop, um Gottes Willen. Ich finde, wer das gut macht, macht das super gut. Ich will damit nur verdeutlichen, ich komme gar nicht aus der Kultur, kann trotzdem rappen, als würde ich, vielleicht hätte ich mir früher mit den Graffiti rumgehangen und dann mit den Breakern und dann mit ein paar DJs, aber es ist nicht so. Ich habe angefangen zu schreiben, weil ich hier verreite so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Kennst du hier R-König? Sowas hat mich inspiriert. In der Schule, ich dachte, krass, kannst du auch. Und dann hast du halt erst mit witzigen Wörtern, dann siehst du erst, dass du deine Mitschüler zum Lachen bringen kannst. Das war das, was... Du hast eine Witzversion von R-König gemacht? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, das war mein Thema, dass wir das umschreiben sollen. Und ich habe dann das Rennen gemacht, einfach indem ich die ganze Klasse auseinandergenommen habe mit so einem Gedicht, Alter. Und das war schon, da habe ich gemerkt, cool, damit kannst du damit was bewegen. Das habe ich nicht beim Sprühen oder bei den Breakern, das ist nicht so. Wobei Hip-Hop, das sind ja die 4, 5 Säulen, 4, ne? Ist halt so, aber wir stehen gar nicht so eng beieinander, wie es immer so getan wird. Ich kenne coolerweise Scotty, lass mich jüngen, ich kenne glaube ich nur einen Sprüher. Im Richtigen, also weißt du, das geht nicht immer Hand in Hand. Dankeschön. Dankeschön, das war sehr gut. Bombe, danke. Können wir noch einen Milchreis haben und zwei Löffel, oder? Ja. Susi und Streus. Ja. Du schießt Tee?
Jetzt? Auch bitte. Ja. Ja. Aber zwei Tee, ne? Ja. Und vier Stück Zucker. Ja, danke schön. So, hat sie gefallen, ja, ne? Das war sehr gut, ja. Cool. Nee, das mag ich auch. Cool. Sehr gerne. Okay, aber wie gesagt, alles cool, Breaker, Hip-Hopper und alles, Graffiti-Sprüher, ich liebe euch, aber wir sind halt nicht die besten Freunde. Manchmal habe ich aber trotzdem den Eindruck, du, eigentlich müsstest du diese Zeit, in der es so Jams gab, in der es auch wirklich so um Rap- und Hip-Hop-Kultur ging, müsstest du die vermissen? Ja. Obwohl du sie gar nicht kennst. Ich habe sie verpasst, ich hätte sie gern erlebt, einfach, weil alle erzählen davon. Ja, früher auf den Jams, dann war da, weiß ich nicht, MC René und Savas und Taktlos und dann haben die da einfach gerappt. Das ist natürlich geil, sowas gibt's heute einfach nicht mehr. Wobei Rapper Mittwoch, finde ich, macht so einen Job in die Richtung, der ziemlich gut ist. So. Aber ich habe das nie so erlebt. Ich bin 88er Jahrgang, 90 war ich in Deutschland. 2002 oder so, 1 habe ich angefangen, vielleicht Texte zu schreiben. Und da war das eigentlich schon vorbei. Da war Savas schon für euch kommerziell. So. Da fand ich ihn gerade krass. Ich kannte LMS und so noch nicht. Ich habe der beste Zeit meines Lebens angefangen, Rap zu hören, wenn du so willst, Deutschen. Mit der beste Zeit meines Lebens hat es begonnen. Er war ja bei einem Aachener Label. Das wusste ich auch bis vor kurzem nicht, dass Put the Needle aus Aachen kommt und Peter in Aachen halt. Aber naja, diesmal. Aber kennst du Peter? Nee. Ich würde gerne mal wissen, ob er mich kennt. Aber er ist wahrscheinlich einer von denen, die dich vielleicht hassen. Warum? Nein, einer von diesen Oldschool-Leuten, die nicht auf dich klarkommen. Aber wer ist das eigentlich ganz konkret? Spürst du diesen Hass einfach nur unterschwellig? Oder hat schon mal jemand ganz konkret gesagt? Hat zu mir auch keiner gesagt. Ich nehme da mehr die anderen in Schutz, mehr oder weniger. Also zu mir hat noch nie einer gesagt, ey, was du machst, reitet Hip-Hop voll in den Dreck. Aber ich fand das immer ganz schlimm, wenn einer das zum Beispiel, da war Haft, glaube ich, noch gar nicht am Start, aber wenn du das so einem vorwirfst, einfach, dass er schlecht ist und alles kaputt macht, so, dann bist du für mich nur ein frustrierter alter Sack. So, und kommst nicht damit klar, dass jemand Frisches, Junges was Besseres macht. Und das regt mich auf. So. Dann sage ich, die Old School ist wack, die New School auch. Das ist Mode, die Trip, das, was du brauchst. Jetzt hast du aber verhältnismäßig viel Liebe bekommen von allen möglichen Leuten, auch aus der Old School. Ist das die Old School, findest du? Naja, oder die Middle School, oder? Wie auch immer. Begriff. Doch, habe ich. Und ich gebe auch viel Liebe zurück. Also, du kriegst in diesem Leben nicht viel Liebe, keine Ahnung, wenn du es nicht gibst, glaube ich. Also, wenn ich so ein Arschloch wäre, hätten die mir nicht geholfen. So. Und ich weiß es voll zu schätzen. Ich hätte gern... Danke sehr. Ich hätte echt gern jeden zurückgefeatured. So. Weißt du, wenn es an mir ging, wäre mein Album voll davon. Guten Appetit. Vielen Dank. Zwei Zucker, schön wie die Zähne. Wenn es an mir ging, wäre mein Album voll davon. Und ich bin ja auch so ein Feature-Mensch. Warum schreibst du bloß so viele Features, aber halbe Lieder fallen mir schneller ein als ganze Bücher. War schon immer mein Lieblingssatz von Savas Album. Weil wenn ich mit Joker einen Song mache, entsteht dann eine Synergie, die kann ich alleine nicht. Die kann er auch alleine, die kann keiner alleine auf die Beine stellen. Und dann sind zwei Gehirne, die an eine Sache denken. Es ist einfach besser. Und hättest du gerne so eine Rap-Crew, ja, wie es die früher mal gab? Ja, mach ich auch noch. Warte mal, ich baue mir jetzt einen auf. Joker und mein Bruder werden einfach gesigned und dann bauen wir uns einfach weiter auf. Ich feiere Amar schön, voll. Ich weiß nicht, ob Amar da Bock drauf hätte, so, weil er nicht selber schon zu groß ist, aber also, ich will eine Rap-Crew haben, unbedingt. Wir würden auch alles auseinandernehmen. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, weil ich meine, sehr viele gehen aus Rap-Crews raus. Ich will jetzt endlich mal meine Solo-Karriere machen, aber du hättest gerne die Crew. Ja, weil man einfach im Team besser vorankommt, ich fühle mich im Team wohler. Und warum soll man so den Erfolg, den ich so kriege dann, den muss ich auch ganz allein genießen. Also glaubt mir, es macht viel mehr Spaß, mit einem Kumpel das zusammen zu feiern und sich gegenseitig dann dafür wegfeiern zu können. Dann soll ich mich selber den ganzen Tag feiern. Wenn Joker ein bisschen was von meinem Erfolg auch kriegt und mein Bruder auch, dann feiere ich die Jungs, weißt du? Und wir feiern uns gegenseitig. Und warum soll ich das alles für mich beanspruchen? Ich will das auf jeden Fall gerne mit ein paar Jungs teilen. Aber ist cool da oben? Bombe hier oben, wirklich. Schönen Gruß nach da unten. Nee, im Ernst, also die Leute werfen das dann ganz schnell dir vor, dass du ein Arschloch bist und dass du dich veränderst. Also ich bin zum Major-Label gegangen, weil die mich haben wollten, wie ich bin. Und ich wollte diese Major-Power auch mal ausprobieren. Ich dachte, ey, wenn du schon das Glück hast, zu deinem ersten Album so ein Angebot zu kriegen, mach es. Was soll schief gehen? Und im Endeffekt habe ich recht behalten, ich bin sehr zufrieden. Die behandeln mich wirklich sehr gut, sehr frei bin ich. Und deswegen, nicht ohne dich bezieht sich dann eher so auf meine persönlichen, privaten Liebe, halt die Leute, die ich nicht zurücklassen will, aber das hat nichts damit zu tun, hier
oh, ich wäre gerne in dein Label gekommen und es tut mir leid, dass ich jetzt zum Major Label gegangen bin. Ich schaffe das ja alles nicht ohne dich. Ey, die Leute, die mir das jetzt immer noch nicht gönnen, die sind selber schuld und das sind nur persönliche Gründe. Und es gab genug Indie-Labels, die mir scheiß Angebote gemacht haben, das wissen die selber. Und ich wäre viel mehr gefangen gewesen als beim Major Label. Deswegen, ich bin froh, ich bin kein Arschloch geworden. Und ich war schon immer so. Ich habe mich sozial engagiert, wo ich konnte, ohne Witz. Ich war Jugendarbeiter, sowas. Ich war, immer wenn ich konnte, habe ich ehrenamtlich so eine Scheiße gemacht. Und von mir aus, weißt du, keiner hat mich dazu gezwungen. Und ich bade zwar nicht immer, also ich laufe nicht immer damit nach vorne rum, aber wenn man mir das schon das Gegenteil dann vorwirft, dann muss ich das mal sagen. Also ich mache Crossover-Workshops bis heute, ich gehe an Schulen und gebe Unterricht, Rap-Unterricht. Das, was Sammy Deluxe macht, genau, dieses Crossover. Ich, ich muss das ja nicht machen, so. Ich habe wirklich Bock darauf. So. Und deswegen, mir kann man vorwerfen, was man will, aber nicht, dass ich ein Arschloch geworden wäre oder meine Freunde vergesse oder mich irgendwie verändere. So. Ich werde erwachsener, ich werde reifer, selbstbewusster, das ist gut, aber das ist ja normal so. Wie schwer ist es dir gefallen, eigentlich alleine dann so ein Album zu stemmen? Sehr schwer. Ich schwöre. Ich mache seit Jahren Musik, kriege das nicht in eine geregelte Bahn und habe noch nie ein Album gehabt. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, was meine Probleme sind, diese typischen Rapper-Probleme. Ich krieg's nicht alleine einfach koordiniert, das Album aufzunehmen. Da kommst du in so ein professionelles Team und die haben mir natürlich den Großteil der Arbeit abgenommen, aber es war trotzdem hart für mich. Also, was waren die Hindernisgründe? Mich zu entscheiden, zum Beispiel, welchen Text ich auf welchen Beat rappe. Wenn du mit fertigen Texten ins Album, ins Studio kommst und 7 Kracher-Beats hörst in einer ähnlichen Geschwindigkeit, dann sag du mir mal, auf welchen Text, auf welchen Beat du das machen würdest. Und du musst dich für immer entscheiden. Das ist für immer dein Album. Und du hast jegliche Möglichkeit bei denen. Also ich kann meinem Produzententeam sagen, ich brauche bitte das. Und die machen mir das genau. Aber ich muss halt vorher wissen, was ich auf meinem Album haben will. Und ich habe schon so viele verschiedene Songs gemacht. Ich musste mich wirklich erstmal selber finden. So, das war extrem schwer. Also du hast verschiedene Camps hier in Deutschland kennengelernt, mit ganz unterschiedlichen Arbeitsweisen, denke ich mal. Hast du aber auch von den bekannteren Rappern was mitnehmen können? Auf jeden, von jedem Einzelnen, auf eine Art und Weise. Also Flair hat mir im Menschlichen unglaublich viele Sachen beigebracht, was hier in der Rap-Szene so zu beachten ist. Also hätte ich auch vorher nicht gedacht, aber Flair hat mir ein paar Sachen gezeigt, so dafür bin ich ihm echt bis jetzt dankbar. Und was denn zum Beispiel? Immer weiter, Features. Über falsche Tipps, also Tipps über falsche Freunde, über Verhalten mit den Medien gegenüber manchmal oder was. Also manche Sachen konnte ich nicht verstehen und er hat mir manchmal, ich habe nur das Resultat gesehen und er hat mir manchmal gesagt, woher sowas führt und wenn die Leute so und so mit dir umgehen, bist du es eigentlich selber schuld, weil du es so und so geduldet hast. Also er hat mir echt ein paar zwischenmenschlich coole Sachen gesagt, die in diesem Rap-Game sehr anwendbar sind. Nebenbei hat er mir auch dieses Anziehungsgesetz voll erklärt. Ey, Digga, seitdem läuft es viel besser, also danke dafür. Und auch von Savas, also er hat mir wirklich, wenn du so willst, das Rappen beigebracht, das ist richtig. Also nicht, er kam nicht zu mir und sagt, rap so, sondern ich habe ihn beobachtet, durfte im Studio daneben sitzen, wenn er seine Dinge macht, habe voll viel gelernt. Sammy hat mir beigebracht, dass man, egal wie krass man ist, das ist der Mann nämlich, sich selber nicht zu ernst nehmen sollte und nicht cooler aufspielen sollte als die anderen. Das dachte ich jahrelang, dass Sammy so ein Typ wäre, der auf alles scheißt. Ey, im Gegenteil, der ist so ein herzlicher Typ. Und das gilt sogar auch für Sido, die haben das echt... die hatten nichts davon, mehr oder weniger. Die haben das wirklich mir zuliebe gemacht, aufgrund, weil wir uns gut verstanden haben und die meine Sachen mochten. Und das weiß ich wirklich für immer zu schätzen. Und das werde ich den Jungs niemals irgendwie wegrechnen. Das haben die für immer bei mir gut, weißt du? Aber man kann halt nicht alles haben. Ich hätte die gerne auf meinem Album gehabt und zurücksupportet. Und manche wollen das wahrscheinlich gar nicht. Für die ist das nicht so ein großes Ding wie für mich, weißt du? Aber für mich ist es so. Ich bin sehr dankbar, ich habe sehr viel gelernt. Und ich glaube sogar, dass die auch was von mir gelernt haben, alle. Das kommt noch dazu, also es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Flair hat auf jeden Fall was davon gehabt, mit mir rumzuhängen. Sammy und Savas definitiv auch irgendwo, weißt du? Und auch wenn es nur Motivation ist, so. Aber es ist ein Geben und ein Nehmen. Gut, dann erstmal jetzt ein bisschen Milchreis und dann gehen wir zum Friseur und reden noch ein bisschen über die soziale Seite von Motrip. Probier mal. Okay. Das ist echt nice. Maulorgasmus. Ich habe hier gerade so einen Narren vorbeilaufen sehen. Heute ist Rosenmontag. Stimmt, bei uns in Aachen ist die Hölle los gerade. Bist du gerne auf Karneval? Ich hasse Karneval. Ja. Richtig krass hasse ich Karneval. Aber ist es nicht, dass alle richtige Kölner und richtige Aachener lieben Karneval? Ja, aber ich bin ja nicht so ein originaler Aachener. Ich bin zwar ein Öscher Junge, so, aber
Karneval, nur Saufen auf der Straße, nur Schlägereien, nur Schwangerschaften, Ungewollte, was soll die Scheiße, Alter? Ja, mir ist ja erst vor 2 oder 3 Jahren aufgefallen, dass es da ja nur um Sex geht. Eben wirklich. So. 9 Monate nach Karneval kommen immer die meisten Kinder in Aachen und Köln auf die Welt. Muss mir mal einer erklären. Und meistens ist der Vater dann nicht der wirkliche Vater. Der Vater ist dann nicht mehr aufzufinden, 1 Stunde nach Karneval bereits. Und am nächsten Rosenmontag dann fragt man sich, warum man ein kleines Kind hat. Naja, selber schuld. Du bist mit 2 Jahren nach Aachen gekommen, fühlst dich aber dort, Öscher Junge, bist dort zu Hause, ja? Ja, schon. Meine ersten Gedanken waren Aachener. Gehen wir lieber runter von der Straße, sonst wirst du gleich überfahren. Komm, wir gehen mal da lang. Meine ersten Gedanken waren schon deutsch. Und ja, ich bin Aachener. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, dass Leute aus deiner Generation sich nicht in Deutschland zu Hause fühlen? Ja, ich kann das schon verstehen, aber nachvollziehen, besser gesagt, kann ich so. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, ich kann das schon irgendwo verstehen, aber ich kann da nicht hinterstehen. Also, das ist meistens wahrscheinlich hier, bei uns in Aachen ist das auch so, in Berlin weiß ich nicht, stecken die hier die Türken alle in eine Gegend und die Araber alle in eine Gegend und die Russen in eine Gegend? Sie probieren es ja eigentlich nicht zu tun. Bei uns tun sie es exzessiv und anscheinend vollkommen, dass alle Bescheid wissen. Bei uns sind alle Russen, Vorsicht, Bei uns sind alle Russen bei den Russen, alle Türken bei den Türken, alle Araber bei den Arabern. Und das fördert ja genau das. Das ist einfach, du lernst die Sprache gar nicht, willst du mit Arabern rumhängen, isst nur arabisches Essen. Das ist gar nicht zu verurteilen, aber du musst, wenn du schon so bist, zumindest dich genauso der deutschen Kultur öffnen. Oder versuchen, du musst kein Schweinefleisch essen, du musst nicht in die Kirche gehen. Du kannst einfach nicht die Leute beleidigen, weil die blond sind. Du kannst einfach nicht Leute aufgrund ihrer Anderssehen schlagen. Dann machst du schon alles richtig. Mehr verlangt keiner. Und viele machen das. Verstecken sogar, dass sie das Land mögen, gehen dann hinten rum, sich soziale Hilfe holen, aber ficken das ganze Land. So. Und ist mir glaube ich schwarzer Arab, ich stehe da vollkommen zu. Wenn ich Bundeskanzler wäre, bin ich der Erste, der dagegen was macht. Der Allererste. Was würdest du dagegen tun? Die bedrecken mich, Dicker. Ich laufe durch die Straße, die Leute gucken mich an und denken, ich bin so, aufgrund von solchen Menschen. Ist halt so. Und ich will nicht, dass, was ich dagegen machen würde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht meine politischen Rechte dann, aber ich würde die, keine Ahnung, zwingen, Deutsch zu lernen. Er läuft doch nicht gegen jede Stange, Alter. Ich würde die echt zwingen, Deutsch zu lernen. Das ist nämlich die Grundbasis. Wenn du Deutsch kannst, kannst du arbeiten und zur Schule gehen. Und wenn du zur Schule und arbeiten gehen kannst, hast du dein ganzes Leben im Griff. Glaubst du, dass deine Liebe zur Sprache dir geholfen hat, hier in Deutschland zu Hause anzukommen? Auf jeden Fall. Zum Glück habe ich diese Sprachliebe, so, weil ich habe neben dem Rappen da lang. Wir gehen rüber, oder? Unter der U-Bahn lang. Da gibt es keine Stangen, Axel. Neben dem Rappen habe ich halt Deutsch sprechen gelernt, weißt du? Und wenn dein Lehrer mit dir redet und du ihm antworten kannst, mag er dich mehr, als wenn er mit dir redet und du ihm nicht antworten kannst. Und jeder hat es schwer. Meine Cousine kam mit 16, glaube ich, erst nach Aachen oder mit 15 vielleicht. Und die hat sofort Deutsch gelernt, hat angefangen zu studieren, ist jetzt schon fertig. Und da kann mir einfach keiner erzählen, der hier geboren ist, dass er keine Chancen hat. Meine, echt, die kam, das ist ein Mädel, die kam aus Libanon, hat es alleine durchgezogen. Also was will man mir erzählen so? Und ich kenne das Land auch, ich weiß, hier gibt es Möglichkeiten, ich war auch früher arbeiten. Ich hatte auch mal nichts, wirklich. Ich hatte auch, was, wenn du ein Jahr lang kein Geld hast, kommst du auf dumme Gedanken vielleicht. Und du musst dann trotzdem, du kannst ja Gras verkaufen, wenn du es musst. Ich sage ja nicht, dass man keine Scheiße bauen darf. Wenn man nicht anders kann, beiß in den Fisch, hol dir deinen Scheiß, was dir zusteht. Aber auf eine Art und Weise, die nichts erstens damit zu tun hat, dass du nur Deutsche knechtest und auf eine Art und Weise, wo du nicht absichtlich andere verarschst. Mach's wie Robin Hood, Mann. Er beklaut die, wo es nicht wehtut und gibt's denen, die es brauchen, einen Traum, der Typ. Das ist aber sehr romantisch. Ist so, Alter. Pass auf, da kommt ein Auto, du bist gleich platt. Kannst du auch andere Sprachen gut lernen? Englisch. Englisch kann ich sehr gut. Französisch 0, hatte ich ein Jahr an der Schule. Habe ich mir nichts gemerkt. Nur, was habe ich eben gesagt? Mon frères. Und hast du gesagt, mes frères heißt das. Siehst du, also ich kann nichts. Aber doch, Arabisch spreche ich fließend, Deutsch sprechen, schreiben und lesen und Englisch dasselbe. Arabisch kann ich halt nicht lesen. Voll schwer. Ihr seid damals vor dem Bürgerkrieg wahrscheinlich geflohen da? Zum Bürgerkrieg. Während des. Ja. Ja, also vor dem Krieg geflohen. Ja, genau, ach so, ja. Ja, nicht zeitlich, sondern ja, okay, vor der Tatsache des Kriegs. Genau. Beschäftigt dich dann sowas, was in Syrien jetzt passiert? Ja. Beschäftigt es? Schon. Also unabhängig davon, dass Menschen aus meinem Umkreis da auch direkt Familie haben und das mich dann sowieso beschäftigt, ist es ja für mich dasselbe, ob Syrien oder Libanon ist. Ich war auch oft genug in Syrien in meinem Leben und das ist für uns Libanesen immer so,
wir sind es halt gewohnt, wie kaputt Libanon ist. Und wenn wir dann Libanon-Urlaub machen, haben wir auch eine Woche Syrien-Urlaub da drin. Das ist dann der richtige Urlaub. Da ist chillig, da die Syrer sind echt extrem höfliche Menschen. Und da sind die Libanesen auch gerne hingegangen. So. Und ich sehe jetzt meine Tanten, ich war vor ein paar Tagen in Libanon. Und meine Tanten sagen mir, Mann, das war der letzte Rückzugspunkt, den wir hatten. So, da ist jetzt das totale Chaos. Jetzt kommen die schon zu uns chillen. Also es ist überhaupt nicht schön, was den Leuten da angetan wird. Und ich will mich nicht politisch zu weit rauswagen. Das ist alles nur Halbwissen, was ich so habe. Aber das sind dann 1, 2 bis 10 Menschen dran schuld, dass so viele Leute geschlachtet werden. Also wenn ich auch dagegen was machen könnte, glaub mir, ich würde sofort das Mikrofon weglegen und mich um sowas kümmern. Aber was soll ich als einzelner Mensch von hier unten aus machen? Aber ich will eine Position erarbeiten im Laufe meines Lebens, wo ich irgendwie auf eine Art und Weise Einfluss darauf nehmen kann. Und das werde ich dann auch. Also wer... Unter Umständen sogar eine politische Karriere interessant für dich? Das hätte ich vor einem Jahr wahrscheinlich verneint, aber mittlerweile ja, definitiv. Also wenn man mir die Chance gibt und wenn ich wirklich was Gutes dazu beitragen kann, also ich will mich null aufspielen, aufdringen und mich irgendwie künstlich, ja, ich entscheide jetzt über eure hier Strom, weiß ich nicht, da habe ich keinen Plan von. Aber wenn es das etwas ist, wo ich Bescheid weiß und helfen kann, will ich es unbedingt machen. Du hast ja auch den arabischen Frühling erwähnt auf deinem Album. Ja. Nur in einem Nebensatz, aber war das eine große Zeit? Hast du das auch verfolgt? Ja, seit einem Jahr jetzt ungefähr oder eineinhalb. Ne? Als es anfing, habe ich gewettet die ganze Zeit, dass der dritte Weltkrieg jetzt losgeht. Und also für mich war das schon sehr, wenn du das damit aufgewachsen bist, dein Vater dir immer nur so eine Nachrichten zeigt und so, dann bist du sehr allergisch auf sowas. Und sobald ich, als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, die Welt geht jetzt unter. Aber jetzt haben wir noch ein Jahr geschafft, wer weiß, wie lange wir noch haben, aber... Wegen mir geht dieser Maya-Kalender noch ein paar Jahre länger. Gut, wir sind gleich beim Friseur und dann reden wir dort ein bisschen weiter.